Im bayerischen Plattling ist am Donnerstagabend eine 20-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie wurde von ihrem Lebensgefährten auf einem Supermarktparkplatz mit mehreren Messerstichen getötet. Augenzeugen beobachteten die Tat, konnten aber nicht mehr rechtzeitig eingreifen. Sie riefen die Polizei, die den 28-jährigen Afghanen noch vor Ort festnahm und zur Kriminalpolizei nach Deggendorf brachte. Dort soll er heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das gemeinsame Kind der beiden soll bei der Tat dabei gewesen sein, blieb aber unverletzt. Der Säugling ist nach Bildinformationen erst 8 Monate alt und wurde dem Jugendamt übergeben. Einzelheiten zum Tathergang und den Hintergründen sind aktuell noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen. Für Bild in Plattling ist jetzt Karl Keim. Karl, wie konnte es denn zu dieser schrecklichen Tat kommen? Ja, mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um eine sogenannte Beziehungstat gehandelt hat, bei der dann Shahik seine ehemalige Freundin Tatjana mit mehr als 10 Messerstichen brutal ermordet hat. Die Klinge des Messers war 17,5 Zentimeter lang. Die beiden sind seit 2015 zusammen und am 29. November 2019 kam dann das gemeinsame Kind Diana zur Welt, aber danach fing es dann auch schon an zu kriseln. Es war so eine On-Off-Beziehung, sagen Freunde. Und die Freunde können diese Tat auch nicht erklären. Die beiden sollen seit einigen Wochen getrennt gewesen sein. Dann ging es wieder hin und her. Und Donnerstagabend dann diese schreckliche Tat, der dann zum Tod von Tatjana geführt hat.